course, ma'am. I have not mastered the secret of the first class yet. Okay, nee, hier haben wir keine neuen Jobs. Dann gehen wir lieber zum Auftragskillerbüro. Da haben wir wenigstens noch zwei neue Jobs. Ja, das stimmt auf jeden Fall. So, da lang. Es sind so viele Symbole jetzt schon auf der Minimap. Ich kenne mich gar nicht mehr aus. Aber ich glaube, wir müssen zum Schädel, oder? Hier sind gleich zwei Schätze in unmittelbarer Nähe vergraben. Da schauen wir mal. Glück gehabt. Ey, voll gut. Ich meine, 20.000, das ist schon nicht schlecht. Gleich mal 10% von dem, was wir insgesamt brauchen. So. Ah, nur Wrestling-Moves benutzen. Okay. Ich darf nichts anderes machen. Ja, von mir aus. Versuchen wir es mal. May you find your overpass? Da müssen wir, glaube ich, dahin, wo der zweite Bossgegner war. Na komm, steig auf. Manchmal dauert das ewig. Es ist komisch. Dafür sollte man Geld kriegen, finde ich. Einfach so zum Spaß. Weil warum nicht? Ah, ist aber ein anderer Eingang ins Stadion. Naja, gut. Besser so. Der andere Weg war viel zu weit und umständlich. Eine Sprinttaste wäre echt schön. Okay, nur Wrestling Moves. Mann, der ist zäh. Jetzt wär doch benommen. Wie soll ich dich denn... Na gut, ich geh mal zu den anderen. Der ist kaputt oder so. Ah, jetzt. Tombstone!
Hallo. Wenn der keine Sterne sieht, kann ich nichts machen. Und was anderes ist nicht erlaubt. Weiß nicht, ob das gerade... Ah, okay. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas falsch mache oder ob das einfach seltsam ist mit dem da. Komisch. Ah, jetzt hätte es noch funktioniert. Schade, hätten wir den letzten auch noch gekriegt. Aber gut, dürfte, war trotzdem okay. 24.000 Bronze nur. Ja, was kann ich dafür, wenn das nicht klappt? Ist ja doof. Finde ich. Wow, es ist schon cool. Im ganzen Stream ist angeblich bis jetzt noch kein einziger Frame gedroppt. Es läuft so mit dem Setup. Es ist zwar echt viel Aufwand, das jeden Stream jetzt quasi hin und her zu bauen, aber es ist schon, es macht schon Sinn. Jetzt läuft halt der Stream einfach viel stabiler, viel besser. Das ist schon cool. Okay, weiter geht's. Ein Job haben wir noch, einen neuen, den versuchen wir jetzt auch noch. Vorausgesetzt, wir steigen irgendwann auf unser Moped. Vielleicht sollten wir mal einen Job als Holzfäller annehmen. Da wären wir gut. Ups. Ausfahrt verpasst. Travis, welcome. Go on a Betting Killing Spree. Okay. Machen wir das. Heißt das, ich habe jetzt einen Baseballschläger oder kämpfe ich gegen lauter Leute mit Baseballschläger? Und was genau ist meine Aufgabe? Ich weiß es nicht. Hallo Katze. Hey. Wir werden es rausfinden. Naja, oder auch nicht. So eine Schnellreisefunktion wäre schon cool. Habt ihr die Videos gesehen, die so umgehen von der Xbox Series X, die Ladezeiten mit der SSD-Technologie, die nutzt? Das ist schon cool. Witcher 3 haben die gespielt. Das Spiel ist quasi noch nicht optimiert, sondern läuft einfach nur ganz normal auf der Xbox, weil die ja komplett abwärtskompatibel ist. Also die Xbox One-Version, nehme ich an. Und das lädt halt quasi innerhalb von einer Sekunde, wenn es reicht. Das Spiel glitscht total, das kommt überhaupt nicht hinterher. Das sieht total witzig aus. Weil der Ladebildschirm nicht mal geladen wird, sondern einfach die Welt quasi verschwindet und wieder aufploppt. Und es geht halt super schnell, das ist schon echt cool. Endlich, es scheint so, als wären Ladezeiten endlich wieder ein Ding der Vergangenheit. Ich hasse Ladezeiten. Ah, das meinen die damit. Oh, das kann ich gar nicht gut. Na, schauen wir mal. Weiß nicht, wann ich krieg das Timing nicht hin. Na, das war wieder zu spät. Ah, das ist echt schwer. Ja, das war nicht sehr gut.
Das hätte sich lohnen können, wenn wir da besser gewesen wären. Ich hätte so gern den Mission-Wiederholen-Knopf, aber den gibt's, glaube ich, leider nicht. Ich glaube, man muss leider tatsächlich jedes Mal wieder zurück zum Arbeitsamt und sich einen neuen Job holen, auch wenn man den gleichen zweimal machen will. Das nervt schon ein bisschen. Da gehe ich lieber nochmal Kokosnüsse sammeln, glaube ich. Oder wir sammeln wirklich ein paar Schätze. Es ist nicht der interessanteste Job, nicht die interessanteste Aufgabe. Aber wenigstens kommen wir so auch an unser Ziel. So ein Assassin sein ist halt nicht billig. Irgendwo hier muss er sein. Hier vibriert es am stärksten. Glaube ich, habe ich das Gefühl. Ah, gut. Ich habe das Gefühl, das ist meistens in der Nähe von Bäumen. Kann das sein? Oder war es nur Zufall, die beiden Male? Man weiß es nicht. Okay, hier sind super viele Schätze. Das lohnt sich hier definitiv mal kurz anzuhalten. Aber es rumbelt nix. Aber hier müsste eigentlich einer sein, angeblich. Ah, oder ist der da drüben? Ja, die Pixel sind manchmal komisch. Katsching! Es sind auch die Wiesenflächen kleiner. Wir müssten eigentlich zwei direkt nebeneinander sein. Nicht schlecht. Nice. So. Da vorne noch. Ja, das lohnt sich schon. Also das muss man schon sagen. Lohnt tut es sich. Gut, ich meine, die ganzen Missionen kann ich halt wiederholen. Das sind lauter einmalige Schätze. Insofern darf sich das auch lohnen. Ja, das hat sich gelohnt. Nicht mehr viel. Dann können wir die dritte Mission machen. Die dritte Hauptmission. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich voll gut, weil wenn ich dann zwischen den Streams Bock habe, das Spiel weiterzuspielen, könnte ich einfach ganz viel Geld farmen. Aber ich schalte halt mit der Zeit immer bessere Nebenmissionen frei, immer lukrativere Nebenmissionen. Und bevor ich tausendmal irgend so eine blöde Anfangsnebenmission mache, ne, wäre es schon sinnvoller. Naja. Okay, bei der Mission kriege ich halt sicher 30.000. Nicht mehr und nicht weniger. Und ich muss nur den CEO killen. Na gut, machen wir die. Ich glaube, die ist auch nicht so weit weg. Den CEO vom Pizza Butt. Ich mach das nicht mit Absicht. Den letzten habe ich eh nicht erwischt. Gut. Die Steuerung ist ein bisschen...
Also das ist eigentlich okay, aber sehr weird. Ah, die G-Kräfte möchte ich nicht aushalten, die der bei seinen Bremsmanövern, Wendemanövern hier spürt. Okay, mit unserem neuen Laserschwert mit der verbesserten Combo dürften wir uns hier dadurch Laserschwerten, Laserkatanen meine ich natürlich, wie sonst noch was. Na komm, aufstehen. Das war fast knapp. Naja, hat schon gepasst. Aber ich dachte, dass ich mehr... Also, ich dachte, wir schaffen mehr, dass wir mal eine bessere Bewertung kriegen als Bronze. Aber Geld kriegen wir trotzdem, die 30. Also, was soll's. Ich glaube auch nicht, dass man einen Bonus kriegt, wenn man mehr schafft, oder? Wie viel brauchen wir denn noch? 50. 50. Why you come here, Thug Riddle Man? $2,000 für jede Kokosnuss. 10 Kokosnüsse schaffen wir ungefähr, ne? Dann sind es 20.000. Wie viel haben wir fürs Rasenmähen gleich nochmal bekommen beim letzten Mal? 100. Ja. Na, auch nicht sehr viel mehr. Mähen wir nochmal den Rasen. Ich weiß nicht, beim Kokosnuss-Sammeln könnte ich mich vielleicht noch ein bisschen verbessern. Aber trotzdem kriegt man, glaube ich, beim Rasenmähen mehr Geld. Ich glaube, ich sammle auf dem Weg möglichst alle Schätze. Aber hier komme ich nicht ran. Oh, aber da ist ein Collectible. Ne, das nehmen wir auch mit. Weil, warum nicht? Lovikov. Ich frage mich, was das eigentlich ist, ein Lovikov-Ball. Gibt es sowas wirklich? Und wenn ja, was ist das? Und wenn nicht, was ist das? Okay. Frag mich, wer das ganze Gras denn wegmacht, ne? Aber gut. Ich weiß auch nicht, für was unser Rasenmäher hinten so einen Auffangbehälter hat. Ja, das kannst du laut sagen. Ein wirklich seltsames Spiel. Aber wie gesagt, das ist nur zwischen den richtigen Missionen. Deswegen war das schon eine gute Idee im zweiten Teil, dass die dann diese ganzen Minijob-Missionen im Grunde sehr stark eingestampft haben.
Weil das war schon, das hat sich schon immer eher wie eine künstliche Spielstreckung angesteckt. Die ganzen Missionen wie dieses Rasenmähen hier und so, das ist witzig, wenn man es zum ersten Mal macht, aber dann wird's nervig. Und die Preisgelder oder die Eintrittsgelder, die man für die späteren, für die letzteren Level braucht, sind schon ordentlich. Da muss man dann auch echt ein bisschen grinden und dann wird's wirklich lästig. Das hat den zweiten Teil schon besser gemacht. Da spielt man dann stattdessen so Retro-Spiele, was viel cooler ist. Viel einfacher. Also viel weniger durch die Gegend hin und her fahren und so. Aber trotzdem finde ich einfach die Idee nett, dass man sich quasi hier, damit man in dem Turnier weitermachen kann, mit so kleinen Minijobs das Geld zusammen verdienen muss. So, komm schnell, ich will alles wegsäbeln. Das schaffen wir. Nein. Komm schon. Oh, yeah. Wir haben den kompletten Rasen gemäht. 100 Büschel. 30.000. Landsquid Bird Rider. Perfekt. Wir sind der perfekte Rasenmäher. Lovikov Balls are items in the 2007 video game No More Heroes. The red balls, small, yellow, blah 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 blah, don't seem to possess any special characteristics other than they are simply toy balls, but strangely are highly valuable. A highly valued by Randall Lovikov, a local Russian drunk who spends his time in the bar at the town spa plastic model, hence the name Lovikov ball, visiting bar plastic model with at least 7 Lovikov balls will spark the man's interest enough to lend his money towards. Aha, man kann Geld verdienen. Das sind nicht nur irgendwelche Collectibles. Aber wann kriege ich denn die? To lend his money towards teaching Travis. Ach so. Special techniques. Ah ja, okay, auch nicht schlecht. There are 49 Lovikov balls scattered around Center Destroy. 7 techniques. Ah, the Lovikov balls are a reference to the Dragon Balls. Deswegen braucht man immer 7. Das macht Sinn. From the anime and manga series of the same name, the manual refers to them as being part of a wish-granting dragon, another reference to Dragon Balls. Aha, hier sind quasi Dragon Balls in der Stadt verteilt. Wenn wir 7 davon haben, geht unser Wunsch in Erfüllung und wir lernen neue Moves. Cool, danke Katka, dass du dir das rausgesucht hast. So, ich werde jetzt noch ein bisschen im Boden rumstochern. Oh, guck mal, was ist denn? Warum sind hier die Osterstatuen? Osterinselstatuen. Hier in Center Destroy. Ich meine, warum nicht? So, noch 2 so Schatzausgrabungen und dann haben wir es auch zusammen. Da kurve ich jetzt noch schnell durch die Stadt, bis wir die beiden haben. Was ist denn da? Ach so, das sind Tür... Ach, so Kleber oder so Schilder auf der Tür. Das sah für mich gerade so aus, als würde da irgendwie der Roboter von Lost in Space hinter der Scheibe stehen. Keine Ahnung. Oh, gleich das erste Mal. Sehr schön. Ah, ja. Oh, warte mal. Ich glaube, da war ein Lovikov Ball, oder? Finde deine 7 Lovikov Balls. Ha, die haben irgendwie so
Matroschka-Puppen oder wie die heißen als Logo, aber sehen schon auch ähnlich aus wie Dragon Balls, das stimmt. Yes. Unter Bäumen. Okay. Warte mal, wir haben gar nicht genug. Warte mal, brauchen wir 200.000 und man kriegt immer nur 1.000 bei der Ausgrabung? Ich dachte, man kriegt 10.000 bei der Ausgrabung. Dann bringt ja überhaupt nichts. Naja, ein bisschen schon, aber dann müssten wir noch 20 davon ausgraben. Dann machen wir lieber doch nochmal einen Job. Geben wir von mir noch mal Rat. Nee, sammeln wir nochmal Kokosnüsse, das reicht nämlich auch. Und dann mache ich nochmal ein bisschen was anderes, ein bisschen Abwechslung. Und danach schalten wir wieder neue Jobs frei. Sodala. Einmal noch Kokosnüsse sammeln. Kokosnussmann. Kokosmann, I have not mastered secret of first class yet. This job is for you, don't forget. Er ist vor allem angenehm nah an der Jobbörse. Okay, diesmal breche ich meinen Rekord. Ich will über 10 Kokosnüsse. Okay, los geht's. Oh, gleich 3 auf 1 Streich. Sehr gut, die nehmen wir. Doch bei den goldenen pfeift da. Ich glaube wirklich, dass die mehr wert sind. Aber wer weiß. Ich hoffe, mein Motorrad steht nicht im Weg. So, schnell weiter. Gleich nochmal ein Dreierbaum. Sehr gut. Oh, 4 auf einem Baum. So viel kann ich gar nicht tragen. Glaube ich zumindest. Nee. Okay, gut. Die Laufwege werden länger. Nein. Okay, eine nur. Okay, auch nur eine, aber passt schon. Wenigstens alle in einer Linie. Und wir hatten jetzt echt Glück mit unseren Dreierbäumen. Jetzt mache ich da noch einen Run auf die andere Seite. Da sind, glaube ich, die Bäume noch ein bisschen näher. Vielleicht kriegen wir noch 3 zusammen. Wäre schon cool. Okay, die schaffen wir noch. Voll gut. Dann haben wir 15, dann haben wir wieder 30. Genau wie beim Rasenmähen. Naja, cool. Oder schaffen wir noch eine? Die eine, die da noch liegt? Oh, das wird super knapp. Das glaube ich eher weniger.
Doch, das geht. Ja, die hat doch gezählt, aber gerade so. Cool. Yeah, mehr als beim Rasenmähen. Awesome. Der beste Kokosnusssammler und Rasenmähermann überhaupt. Cool, jetzt haben wir genug Geld. Ausgezeichnet, dann auf zum nächsten Bankautomaten. Stimmt, es gäbe auch noch die Free Missions, diese Mördermission, die man einfach so in der offenen Welt machen kann. Die hätten wir auch noch machen können. Vielleicht beim nächsten Mal. Ach, verdammt, ich sollte trotzdem die Schätze, die hier in der Gegend sind, ausgraben. Wenn wir schon mal hier sind, wenn wir schon mal hier vorbeikommen. So viel Zeit muss jetzt sein. Ich fahre jetzt dran vorbei, damit wir schnell die Mission machen. Und in dem Moment habe ich schon gebremst. Weil ich wusste, es ist die falsche Entscheidung. Posse. Keine Ahnung. Für mich sieht es aus wie Postcat. Postcat. Yeah, yeah, wait a minute, Mr. Postcat. Ja, es sind nur 1000 Landsquid Bird Riders. 1000 ist im Verhältnis zu 200.000 halt nicht so viel. Ja, oder? Gut, dass ich so gut in Mathe aufgepasst habe. Oh, der Ganon hat gerade den hier Greenscreen entdeckt. Der fliegt gleich irgendwie runter oder so. Warte, lässt du den hängen? Das wäre voll gut. Nein, bitte. Finde ihn nicht mehr.